Innenministerin Nancy Faeser taucht zu Befragungen des Innenausschusses trotz im Raum stehenden Vorwurfs des Amtsmissbrauchs nicht auf und bezeichnet diesen stattdessen als Klamauk. Jan Böhmermann hingegen denkt nicht daran, sich für die Bezeichnung der CDU als Nazis mit Substanz zu entschuldigen, denn sein Intendant ordnet das als satirische Überspitzung ein und außerdem laufen ja im ZDF ständig Hitler-Dokus zur korrekten Einordnung. Dass man mit solchem Verhalten in Deutschland durchkommt, verdanken Faeser und Böhmermann Journalisten, deren einziges Ziel darin liegt, sich mit Hommagen an die Außenministerin und sogenannten Dokumentationen über die Ampel am Limit gegenseitig zu übertreffen. Weiters. Dirigenten und Konzerne befinden sich im Wettkampf um die Klimaretterkrone und außerdem unterhielt ich mich mit Deutschlands bekanntestem Kinderschützer Carsten Stahl über das Teichtmeister-Urteil sowie den Stand des Kinderschutzes im Allgemeinen. All das und mehr diese Woche in Redaktionsschluss. Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem Antiquariat der alten Schererei, wo wir heute mal wieder zünftig die Nachrichtenwoche ausklingen lassen. Und die hatte es in sich, weshalb ich mich dazu entschieden habe, einige der bemerkenswertesten Verrücktheiten unserer Normalität in einer neuen Rubrik zusammenzufassen. Fundstücke. Das dramatisch aufwendige Intro denken Sie sich jetzt bitte erst einmal dazu. Den Anfang macht der Klimakollaborateur der Woche. Der russische Dirigent Wladimir Jurowski, der bereits Ende letzter Woche Klimaklebern, die ein Konzert in Luzern unterbrachen, nicht nur das Wort erteilte, sondern diese tatkräftig dabei unterstützte, Unkenrufe aus dem Publikum zu unterdrücken. Sehen Sie selbst. Wir haben eine Abmachung getroffen. Die jungen Menschen sagen ihr Wort jetzt. Wir hören alle zu, ohne zu kommentieren. Ich habe es Ihnen versprochen, mein Ehrenwort gegeben, dass nicht kommentiert wird. Wir bedauern sehr, dass wir dieses Konzert unterbrechen müssen. Aber wir haben einen Klimanotstand, den wir unbedingt in den Griff bekommen müssen. Hört auf! Lasst sie regeln! Damit aber noch nicht genug. Als seine Versuche, das Publikum wild gestikulierend zu unterwerfen, scheiterten, ging Jurowski dazu über, dem Publikum damit zu drohen, das Konzert sogar abzubrechen, wenn diese den Klimaklebern nicht zuhören würden. Dabei setzte er sich sogar trotzig in bester 68er Sit-In-Tradition im Schneidersitz auf sein Dirigentenpodium. Lasst sie doch einmal reden und dann spielen wir unsere Sinfonie, sonst gehe ich jetzt von der Bühne. Wenn Sie nicht ausreden lassen, dann habe ich mein Wort gebrochen. Dann sehe ich. Das Wort geben. Wer glaubt Jurowski eigentlich, dass er ist? Ist er der Konzertveranstalter? Ist das Publikum nur eine geduldete Masse bei seinem Privatevent? Nicht nur, dass er dem zahlenden Publikum mit einem offenen Vertragsbruch seinerseits drohte, er bewies damit auch noch, dass die vermeintlich längst vergangene Ära der Tyrannen des Dirigierpults, die herrschsüchtig über ihre Orchester verfügten, entgegen landläufigem Marketing-Sprech keineswegs vorbei ist. Sie hat sich nur anders gekleidet und richtet sich nicht mehr primär an die Musiker, sondern an das Publikum. Dieser Unverfrorenheit Jurowskis kann man nur mit einem Zitat des großen Steven Seagal entgegnen, der einst in »Auf brennendem Eis« meinte: »Was sagt man eigentlich einem Mann, der kein Gewissen hat? Ich würde Ihnen gerne etwas über die vielen Menschen erzählen, die ihretwegen leiden müssen, aber ich wäre ein totaler Idiot, wenn ich glauben würde, dass Sie das interessiert.« Weiter geht es mit dem Größenwahn der Woche, der von niemand anders als dem Großmeister der Weltenrettung durch Konsum, Apple, stammt. Zur Präsentation des neuen iPhones gab es zwar nicht sonderlich viele neue Funktionen zu bestaunen, dafür aber einen Werbespot, bei dem Mutter Natur höchstpersönlich in Form einer BIPOC Big Mama, denn seien wir ehrlich, nichts ist stereotyper und rassistischer als die gebräuchlichen Abbildungen von Diversität in Werbung, dem Apple-Vorstand höchstpersönlich die Leviten liest. I hope we didn't keep you waiting. Mother Nature. Mother Nature. Welcome to Apple. How is the weather getting in? Gut, dass bei Apple mittlerweile ein so bunter Haufen das Zepter schwingt. Vor allem Frauen unbestimmter, aber jedenfalls nicht weißer Ethnie erweichen das Herz von Mutter Natur. Zu guter Letzt aber
konnte Apple-Chef Tim Cook der Versuchung, als Laienschauspieler zu brillieren, nicht widerstehen und lieferte sich als Sinnbild des schuldbewussten weißen Mannes. Ein Starduell mit Big Mama Erde, an dessen Ende sie ihn vom Haken lässt. Eine verwirrende Botschaft. Ist es letztlich doch der alte weiße Mann an der Spitze, der alles regelt und sogar Mutter Natur beschwichtigt? Und was hat das alles mit einem neuen Telefon zu tun? Also, bis auf die Tatsache, dass die maßlos überteuerten Preise unterschwellig über die CO2-Neutralität bis 2030 gerechtfertigt werden sollen. Die Kinder in den Kobaltminen des Kongo, die für diese Technologie ihr Leben lassen, werden sich wohl nicht zu Unrecht fragen, ob dieses Ziel ja auch ihre noch verbliebene Lebenserwartung umreißt. Denn wie wir immer wieder hören, sind Kinder ja mitunter der größte Klimakiller überhaupt. Aber für ein paar iPhone-Generationen sollte es zumindest noch reichen. Als drittes und letztes Fundstück präsentiere ich Ihnen die Rutschgefahr der Woche. Also, Sie wissen schon, wegen Schleimspur und so. Matthias Koch, seines Zeichens Mitbegründer und nunmehriger Chefautor des Redaktionsnetzwerks Deutschland, bewies mit einem Artikel zu Außenministerin Baerbocks neuester Kiew-Reise wieder einmal vorzüglich die journalistische Distanz deutscher Leitmedien zu unserer Regierung. Dabei ließ er sogar ein wenig seiner poetischen Ader freien Lauf, was ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Liebes Tagebuch. Scherz am Rande. Jetzt aber richtig. In ihren Schritten lag etwas Leichtes, Federndes, als sie am Montagmorgen in Kiew nach langer nächtlicher Reise aus dem Zug stieg. Annalena Baerbock bringt, wo sie geht und steht, nicht nur als Außenministerin, sondern schon als Persönlichkeit eine beeindruckende, über den Tag hinausweisende Botschaft mit. Hier kommt eine dynamische Frau aus Deutschland, erst 42 Jahre alt, idealistisch, zupackend und optimistisch. Eine ehemalige Leistungssportlerin im Trampolinspringen. Baerbocks Gesprächspartner ahnen, diese Frau hat, anders als viele andere Politiker, ein Potenzial, das mit dem gegenwärtigen Job noch gar nicht ganz abgerufen wird. Es kann sein, dass sie irgendwann noch mehr Einfluss in Deutschland und Europa gewinnen wird als bisher, in einer hoffentlich bald anbrechenden Zeit, in der die Herrschaft von Wladimir Putin 70 längst Geschichte ist. Schön zu wissen, dass das Land der Dichter und Denker, also zumindest das der Dichter, noch immer floriert. Dazu gibt es gleich noch mehr. Soweit aber erstmal die Fundstücke der Woche. Ebenfalls das Zeug dazu, eine eigene Rubrik zu werden, hat leider wieder einmal das Thema Corona. Während ich letzte Woche noch davon berichtete, wie die Medien sich gegenseitig aufschaukeln, um dafür zu sorgen, dass Deutschlands populärstes Startup an der Goldgrube in Mainz, BioNTech, nicht vor die Hunde geht, sind diese Woche die Politiker dran, es ihnen gleich zu tun. Viel zu lange war es bereits still geworden um Karl Lauterbach, dessen Versuch, sich über die Warnung vor dem Hitzetod als nützlicher Erfüllungsgehilfe der Klimahysteriker zu erweisen, kläglich scheiterte. Nun aber ist er wieder in seiner Kerndisziplin angelangt und geht wohl davon aus, dass die Gedächtnisse der Deutschen ähnlich dem Browserverlauf am Computer alle paar Monate gelöscht werden, sodass er nahtlos wieder mit derselben panischen Rhetorik wie in den letzten beiden Jahren den Stich zum Glück bewerben kann. Wir wissen, dass man Long-Covid auch nach Impfung bekommen kann. Daher werden wir mehr Long-Covid-Fälle bekommen, denn es werden sich viele jetzt auch im Herbst und Winter wieder infizieren, trotz Impfung. Und also die Impfung schützt vor Long-Covid, aber sie schützt nicht perfekt. Das Thema wird uns noch lange Zeit begleiten. Nachdem das gemeine Corona seinen Schrecken verlor, ist der neue Feind von Anfang an Long-Covid. So ganz genau kann das zwar niemand definieren. Ja, es gibt sogar Stimmen, die Long-Covid für einen Code für die Impfnebenwirkungen halten. Aber das ist ja nur eine Verschwörungstheorie. Genauso wie die Verschwörungstheorie, dass die von der Impfung hervorgerufenen Antikörper von Geimpften auf Ungeimpfte übertragen werden können. Oder die Verschwörungstheorie, dass es zu einer Impfpflicht kommen könnte. Einen Vorteil hat Lauterbach aber. Er steht damit international nicht allein da. Eine New Yorker Gouverneurin rief dazu auf, allen zu sagen, sich nicht darauf zu verlassen, dass man in der Vergangenheit geimpft wurde, denn es wird ihnen diesmal nichts helfen. Tell everybody, don't rely on the fact that you had a vaccine in the past. It will not help you this time around. Den Vogel schoss allerdings die medizinische Chefberaterin Kanadas, Dr. Supriya Sharma, ab, als sie vollmaskiert der Presse erzählte, dass Kinder, die zwischen 6 Monaten und 4 Jahren alt sind, 2 Dosen des Impfstoffs erhalten sollten, wenn sie nicht bereits zuvor gegen Covid-19 geimpft wurden.
And children between 6 months and 4 years of age should receive 2 doses if they have not previously been vaccinated with the COVID-19 vaccine. 2 Dosen eines Nachfolgeprodukts zu einem Impfstoff, der von manchen als größter medizinischer Skandal der Menschheitsgeschichte angesehen wird, in unsere Kinder? Lassen Sie mich darauf mit den unvergleichlichen Worten von Shamas Landsmann Jordan Peterson antworten, der einst sagte: Up yours, woke moralists. We'll see who cancels who. Kehren wir zurück nach Deutschland. Nach der poetischen Entgleisung von Michael Koch zuvor drängt sich für die vierte Macht die Gretchen- oder, sollen wir sagen, Annalenchen-Frage nach der kritischen Distanz zur Regierung auf. Denn die Veröffentlichung des ARD-Dreiteilers Ernstfall Regieren am Limit bewies mal wieder, dass es in Sachen Hofberichterstattung keinerlei Hemmschwellen gibt, die man nicht zu unterschreiten bereit wäre. Aber wie auch schon Kochs Liebeserklärung an die Leistungssportlerin im Trampolinspringen, so sorgte auch Regieren am Limit zumindest für einige unterhaltsame Momente im Netz. Zum Beispiel durch den plakativ, einfallslos und repetitiv eingesetzten Trick aus dem 1x1 der Musikvideoproduktion, nämlich die Anweisung, einfach mal nachdenklich aus dem Fenster starren. Seit Leni Riefenstahl hat sich wohl keine deutsche Regierung mehr derart bewusst und intensiv visuell in Szene setzen lassen wie die Ampelgang, bei der selbst das Poster zu der sogenannten Dokumentation ungewollte Erinnerungen an Filmposter der Vergangenheit erweckt, wie mein Kollege Mario Turnes schön hervorgearbeitet hat. Und obwohl Regieren am Limit gute Chancen hat, in zukünftigen Lexika zur Erklärung des Begriffs Realsatire herangezogen zu werden, gab es dennoch Satiriker wie Willy Snickling Kramer, der mit Hilfe von KI dem Ganzen noch eins draufsetzte. Aber die Luft wird langsam dünn für die Satiriker, denn zugegebenermaßen macht die plakativ zur Schau gestellte Humorlosigkeit von sowohl der Ampel als auch der sie lobpreisenden Journalisten einen großen Teil des ungeplanten Humors dieser Realsatire aus. Wenn wir übrigens schon von Satirikern sprechen, die von öffentlich-rechtlichen Gnaden eingesetzte Haus- und Hofkrawallschachtel Jan Böhmermann kommt nicht ganz so einfach aus der Kritik, wie man es sich wohl bei seiner Chefetage wünschen würde. Als der Fraktionsvorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU, Gordon Schnieder, sich offiziell an das ZDF wandte, um zu erfragen, wie dieses Gedenke mit Jan Böhmermann und dessen Bezeichnung der CDU als Nazis mit Substanz umzugehen, erhielt dieser eine Antwort von Intendant Norbert Himmler, die neben den üblichen Ausweichklauseln einige interessante Details beinhaltete. Diese Antwort lag Tichys Einblick exklusiv vor. Denn Himmler bietet nicht nur die übliche Ausweichstrategie, privater Tweet, wir distanzieren uns, Satire weist mit Übertreibungen auf Missstände hin und so weiter, sondern er verwies auch darauf, dass das ZDF ja haufenweise Hitler-Dokus und dergleichen produziere, wodurch man das Thema ja gebührend einordne. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass man den Nazi-Vergleich von Böhmermann mit diesem Hinweis eigentlich legitimiert. Böhmermann selbst hingegen weiß um seine bisherige Unantastbarkeit und die schützende Hand von oben, die über den als Hofnarren missverstandenen Demagogen gebreitet wird. Aber Hochmut kommt oft vor dem Fall. Und so könnte auch hier die Luft für Böhmermann dünner werden, falls die Causa Faeser nicht bald abklingt. Denn in Sachen Hybris steht die Innenministerin Böhmermann um nichts nach. Anstatt sich der Befragung des Innenausschusses zur Schönbohm-Affäre zu stellen, tingelt Faeser lieber durch Hessen, macht Wahlkampf und plaudert mit ihr wohlgesonnenen Journalisten. Denen vertraute sie dann auch gleich mal ihre Meinung zu dem Innenausschuss an. Denn dieser sei ein Klamauk. Trotz demonstrativer Lockerheit schwingt aber auch hier schon die Drohung an die eigenen Leute mit. Man müsse, so Faeser, später noch einmal darüber reden, wie Akten in ihrem Haus geführt werden. Klingt nach Bauernopfer. Und genau ein solches könnte irgendwann auch Jan Böhmermann werden, zumal ja seine weibliche und damit bessere Nachfolgerin mit Sandra Bossetti bereits in den Startlöchern steht. Bevor wir jetzt aber zum letzten Teil unserer Sendung, dem Gespräch mit Ja, ist ja gut. Also, diese Woche war es mal wieder soweit. Wie jedes Jahr gedachten viele Konservative Europas der Schlacht um eine schöne Heimatstadt Wien im Jahr 1683 mit Memes und, naja, dem Zeug, dass sie gerade... Aufhören! Lass mich doch ausreden! Sonst gehe ich von der Bühne! Na also, vielleicht doch eine ganz gute Taktik. Also nochmal, das Gedenken an den Entsatz von Wien ist prinzipiell natürlich eine feine Sache, aber es droht in zugegebenermaßen unterhaltsamer Meme-Kultur und popkulturellen Versatzstücken hängen zu bleiben. Und bevor der Lärm hier jetzt nochmal losbricht,
verweise ich in aller Kürze auf einen Artikel von mir, der sich ein wenig der Frage einer gesunden und nachhaltigen Gedenkkultur annimmt. Spaß muss ja sein, ja, aber irgendwo brauchen wir auch ein wenig Mut zur Tiefe, damit das Ganze nicht zu altem Kaugummi wird. Und wer das macht, der kann sich dann auch gerne mal wählen. Nun aber doch noch einmal zurück zum Ernst des Lebens. Letzte Woche berichtete ich von einem skandalösen Urteil im Fall des österreichischen Schauspielers Florian Teichtmeister, der trotz Besitz und Bearbeitung von über 70.000 kinderpornografischen Darstellungen mit 2 Jahren Bewährung davonkam. Im Rahmen der Berichterstattung trat auch der wohl bekannteste und vor allem lauteste Kinderschützer des deutschsprachigen Raums, Carsten Stahl, in Erscheinung. Nach Auftritten im österreichischen Fernsehen rund um den Prozess unterstützt er nun mit seiner Kinderschutzorganisation die Entwicklung eines Volksbegehrens zur Verschärfung der Gesetze in Österreich. Ein ausführliches Interview mit Carsten Stahl zum Thema Kinderschutz, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, finden Sie in der Beschreibung verlinkt. Auszüge aus unserem Gespräch sehen Sie nun. Hallo lieber Carsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute uns kurz unterhalten können über dieses doch so unglaublich wichtige Thema, damit wir alle gemeinsam ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf richten können, was da Tag für Tag im Hintergrund unserer Gesellschaft stattfindet. Im Zuge des Teichtmeister-Falls bist du ja mit deiner eigenen Kinderschutzorganisation in Österreich auch aktiv beteiligt daran. Ich habe gehört, es entsteht da jetzt auch eine Bürgerbewegung. Kannst du uns sagen, wie geht es da jetzt weiter? Was ist die Aussicht, was in Österreich passieren soll? Ja, wir sind ja mit Bündnis Kinderschutz nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und bald auch in der Schweiz tätig, um einfach unsere Stimme den Kindern und auch den Eltern zu geben, die halt keine haben und nicht gehört werden. Und wenn man natürlich eine bekannte Stimme im Kinderschutz hat oder ist, so wie ich nun mal bin, auch eine sehr unbequeme, weil man mich nun mal einfach auch nicht so einfach mundtot machen kann, dann kannst du damit was bewegen. Und so waren wir auch vor Ort und wir haben natürlich gesehen, was passiert. Ich habe das Urteil schon im Vorfeld vorausgesehen. Ich habe gesagt, der Mann geht nicht einen Tag ins Gefängnis und so ist es auch gekommen. Das zeigt nur, dass wir leider mit dem, was wir haben, sehr richtig liegen. Die Gesetze müssen erhöht werden, es müssen endlich Maßnahmen getroffen werden, die dem Einhalt gebieten, die Prävention, dass Menschen nicht zum Täter werden, muss unbedingt gefördert werden, aber es müssen auch viele Dinge verboten werden. Wir haben da schon Gesetzeseingebungen eingebracht, die wurden natürlich abgelehnt, weil man sich möchte, ein Handbuch für Pädophile, Kindersexpuppen, Eintragungsführungszeugnis lebenslang, alles wichtige Dinge, die Tätern den Spielraum nehmen würden, werden hier ignoriert. Und genau das darf man nicht. So, da aber jetzt, durch dieses Schockurteil, was ich schon im Vorfeld wusste, schaut mal, wenn es jetzt so gewesen wäre, wenn der einfach für 2 Jahre in eine Forensik gegangen wäre, in eine Psychiatrie zum Beispiel, dann hätten sie gesagt, ein bisschen wenig, aber immerhin. Das, was sie jetzt getan haben, das hat den Kinderschutz geschadet, das ist ein Schlag ins Gesicht der Kinder, die missbraucht werden weltweit, für Kinder missbraucht, die jeden Tag missbraucht werden, ein Schlag ins Gesicht deren Familien. Aber es birgt auch die Wahrheit, was hier gerade passiert. Und genau jetzt sind 80% der Bürger in Österreich sensibilisiert und wütend. Und jetzt kann man natürlich auch dort etwas machen. Und es gibt Menschen, die halt darüber nachdenken, eine Bürgerinitiative zu gründen oder ein Bürgerbescheid, Volksentscheid heißt das bei uns, dass man einfach auch die Politik zum Handeln bringt und Dinge mit aufnimmt. Und darüber auch Dinge, die wir schon reingebracht haben, die wir in Deutschland übrigens verboten haben, geschafft haben, auch nur durch unser Engagement als Bürger, als bekannte Persönlichkeit mit viel Druck und Reichweite, in die Politik zu tragen, die es dann mit einem Federstrich abgehakt hat. Denn mehr hatten sie nicht dafür getan, außer die Unterstützung. Ja, das ein oder andere Gesetz haben wir gemeinsam nach vorne gebracht. Das war dann eine gegenseitige Kooperation. Aber Kindersexpuppen und Handbuch für die Pädophile war ganz klar von uns keine Diskussion. Kann man alles nachweisen. So, und das versuchen wir jetzt in Österreich auch. Und natürlich den Strafmöglichkeiten zu erhöhen. Und wenn jetzt, sagen wir mal, in so einem Bürgerbegehren mehrere hunderttausend oder vielleicht sogar weit über 1 Million daran teilnehmen und ihre Unterschrift unterleisten, dann ist das ein Zeichen. Das kann man vielleicht nicht mehr so einfach ignorieren. Und genau das werden dort Menschen machen. Ich bin ja nur Deutscher und auch der Obmann vom Bündnis Kinderschutz Österreich ist ein Italiener. Wir beide können das natürlich gar nicht ins Laufen bringen. Wir können es ganz klar unterstützen. Was müssen Österreicher sein und das würden sie auch, wenn es dazu kommt. Im Moment steht das alles noch im Raum. Aber da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Tagen, Wochen mehr zu sehen. Und es müsste auch schnell passieren, weil in ein paar Wochen, und die Menschen sind ja so, vergisst man schnell. Und es wird Zeit, dass Kinderschutz genauso zu einem Mainstream wird wie Klimaschutz oder wie Antisemitismus-Aufklärung oder der Kampf gegen Rassismus. Alles wichtig. Aber das ist Mainstream, da beteiligen sich alle. Und das ist ideologisch natürlich auch verwertbar und steuerbar. Aber Kinderschutz würde aufzeigen,
wie unsere Gesellschaft teilweise moralisch daneben liegt und Dinge totschweigt. Und das tun sie seit Jahrzehnten. Und eine Moral einer Gesellschaft zeigt sich doch vor allem für dem, was sich für ihre Kinder tut. Und das hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und das sollten wir ernst nehmen, weil dieser Mann, weil wir ja beim Antisemitismus immer so den Mund aufmachen, wurde erhängt von den Nazis, ja? So, dann sollten wir doch in Erbe an solche wichtigen Persönlichkeiten doch mal auch genau uns da fragen, warum unsere Moral so tief im Keller ist oder der politische Kompass der Moral im Arsch ist oder nur ideologisch verwertbare Machtinteressen vertreten werden oder das, was sie gerade auf ihrem ideologischen Kompass haben. Für mich ist Kinderschutz unverhandelbar und deswegen gebe ich denen auch meine Stimme. Und wer mich schon mal erlebt hat und wenn jetzt Leute sagen, warum schreit der so? Hey, das ist meine normale Zimmertemperatur. Ich habe noch nie mal geschrien. Dann würde das Display hier nämlich reißen. Das mache ich nicht. Ja, und ich bin selber betroffen. Betroffen als Mobbingopfer, der sich das Leben nehmen wollte. Ich vertrete das Thema Mobbing schon seit 10 Jahren. Da wird auch in den nächsten Tagen wieder etwas ganz Trauriges, aber vor allen Dingen Sensibilisierendes in die Öffentlichkeit kommen, um was mich eine Mutter und ein Kind, was sich das Leben genommen hat, gebeten hat. Und das werde ich respektieren und das wegtun. Und wenn das welche nicht passt, ist mir das scheißegal. Weil das interessiert mich nicht, was ihr wollt. Interessiert mich, dass die Kinder geschützt werden. Und wenn euch das egal ist, dann solltet ihr euch mal prüfen. Meistens ist es denen egal, die Kinder haben. Oder die sagen, es betrifft ja nicht mich. Wenn es euch erst betrifft, dann ist es zu spät für Aufklärung und Prävention. Dann ist euer Kind schon missbraucht worden oder leidet unter Mobbing oder hat sich schon das Leben genommen. Und genau das müssen wir verhindern. Meine Kinder sind auch nicht betroffen. Und trotzdem tue ich das seit über 10 Jahren. Und wo sind die großen Sportler, die großen Fußballer, die großen Musiker, die Rapper, die alle Millionen scheffeln an Kindern? Darüber redet ihr nicht. Aber für Klima, gegen Homophobie, gegen Rassismus, da setzt ihr euch ein. Finde ich gut, finde ich richtig. Ich würde mich wünschen, wenn ihr nun mal das auch für die Kinder tun würdet und darauf scheißen würdet, was eure Sponsoren sagen. Denn ihr seid in erster Linie Menschen oder seid ihr Marionetten eurer Sponsoren. Im Nachgang des Prozesses in Österreich erfuhr man ja auch, dass Juristen das Urteil relativ achselzuckend hinnahmen, weil sie meinten, solche Fälle wie der von Teichtmeister, die gibt es 60 Mal pro Woche vor österreichischen Gerichten. Und vielen Menschen wurde erst dadurch das Ausmaß dieses Problems bewusst. Die wussten das alles gar nicht davor. Denn man dachte, das ist ein Einzelfall und auf einmal hört man, das ist Alltag. Gibt es denn konkrete Zahlen, wie sich das in Deutschland im Vergleich dazu verhält? Also erstmal bist du schon wieder beim Leitspruch in Deutschland und Österreich. Ein Problem, über das nicht reden, das haben wir auch nicht. Wir reden doch nur deshalb hierüber, weil es eine prominente Persönlichkeit ist. Und das ein Hands-off-Delikt war. Ja, also digital. Dass aber jeden Tag allein in Deutschland, jeden Tag 48 Kinder offiziell missbraucht werden. 48. Das sind im Jahr fast 18.000. Und inoffiziell ist die Zahl 3 bis 5-mal höher. Und in Österreich reden wir wahrscheinlich von 8 bis 10 Kindern offiziell und inoffiziell 3 bis 5-mal höher. So, darüber redet keiner, weil es eben aus den Medien nur immer wieder mal peu à peu auftaucht, die Politik das sowieso nicht anspricht, weil es wäre ein politisches Versagen, das anzusprechen und das öffentlich zu tun. Das tun sie nicht, weil es ihnen schaden kann. Und die Gesellschaft, bei diesen Themen unbequem, sind nicht schön, betreffen unsere Gesellschaft. Und genau jetzt sind sie sensibilisiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass man es anspricht und sich dieser Problematik stellt. Und nicht erst, wenn es das eine Kind betrifft oder den Nachbarn, ja, oder wieder, wenn es ein Promi ist. Nein, sondern sich hinstellt und eine moralische Verpflichtung den Kindern gegenüber erfüllt, die ihr in Gesellschaft tragen müsst, nämlich die Kinder zu schützen. Und wer sich hier wirklich der Meinung ist, beim Kinderschutz zu diskutieren, da frage ich euch, was stimmt mit euch nicht? Der Schutz von Kindern, überhaupt, dass wir darüber diskutieren müssen, ist eine erbärmliche, beschämende Situation. Der Schutz muss Kindern, ist doch jedem klar, die missbrauchen mittlerweile für Videos und auch in unseren Ländern, in Deutschland, Österreich, Kinder schon teilweise, wenn sie Säuglinge sind. Und da diskutiert man drüber. Die lassen ein Handbuch für Pädophile weiter in Österreich online, weil sie es nicht verbieten wollen, weil es ein politisches Eingeständnis wäre, dass es andere machen, war in Deutschland auch. Ein Handbuch für Pädophile wurde nicht verboten, bis wir es öffentlich gemacht haben. Und schwupps, mit einem Federstrich wurde es verboten. Also wenn nur öffentlicher Druck dafür sorgt, dass die Politik handelt, dann müssen wir den machen. Und am besten in einer Volksentscheid. Und darum müssen es viele sein, die sich hier diesem Thema annehmen. Und wenn es unbequem ist, ja, ist es. Aber wenn ihr euch für den Klimaschutz stark macht, gegen Antisemitismus stark macht, gegen Rassismus stark macht und für viele andere Themen, dann frage ich mich, wo bleibt euer moralischer Anstand, wenn es um die Kinder geht?
Das verstehe ich nicht. Wir müssen Kinderschutz zu einer Priorität in unserem Land machen, weltweit machen, dieses Thema endlich anpacken, Präventionsmaßnahmen schaffen, Aufklärung schaffen. Und ich bitte darum einfach, dass auch Kinderschutz eine Priorität hat, dass es unter den ersten 20 Themen ist und nicht auf Platz 378, wo es jetzt nämlich ist. Und die Missstände ansprechen und nicht die diskreditieren, die Missstände ansprechen, nur weil es unbequem ist. Und denken, wenn wir die jetzt in eine Ecke stellen, dann spricht man nicht über das Thema. Eure Nazi-Keule habt ihr abgenutzt. Die funktioniert nicht mehr. Die glaubt euch kein Schwein mehr. Du hattest davor schon den Fall Metzelder und deinen Einsatz oder den Einsatz deiner Organisation auch dafür angesprochen. Was hat sich konkret seitdem verändert durch diesen Fall und was muss noch geschehen ganz konkret in Deutschland? Was sind die nächsten Schritte? Durch den Fall Metzelder gab es einen kurzen Aufschrei in der Gesellschaft, so wie jetzt bei Teichtmeister. Und danach sind sie alle wieder zur Normalität umgegangen. Da ist erstmal gar nichts passiert. Und der Fall Metzelder war ja auch nicht der Grund für uns, diese Gesetze nach vorne zu bringen. Das haben wir ja schon im Vorfeld gebracht. Der Fall Metzelder hat vielleicht noch ein bisschen dabei geholfen, dass die politischen Kräfte gesagt haben, oh, da ist jetzt eine starke Sensibilisierung. Dadurch werden diese Dinge noch mehr in den Fokus kommen. Lasst uns die mal verbieten und uns auf die Schulter klopfen. Das hat vielleicht da geholfen. Entscheidend ist eins, das will ich ganz deutlich sagen. Wenn das nicht Wahljahr gewesen wäre, wo wir diese Dinge eingebracht hätten, hätten die die nicht verboten. Das war das Wahljahr. Die wollten in diesem Wahljahr das für sich nutzen oder hatten Angst, dass es ihnen schadet. Wahljahre sind ein Multiplikator. Und im Wahljahr erkennt die Politik auch immer ihr Herz für Kinder. Da sind sie in Kitas und in Schulen. Ein halbes Jahr vor der Wahl. Warum wohl? Wegen den Bildern. Ich will nicht abstreiten, dass es auch viele gute Politiker gibt, die für den Kinderschutz sich einsetzen oder das Herz an der richtigen Stelle haben. Aber dort, wo die Weichen gestellt werden, redet man über den Kinderschutz nicht. Weil man muss dann nämlich gleichzeitig über das jahrelange Versagen und die Missstände sprechen. Und das möchte man nicht. Man möchte politisches Versagen nicht auf der Agenda sehen. Lieber Carsten, vielen Dank für deine offenen und deutlichen Worte in dieser doch sehr äußerst sensiblen Thematik. Ich wünsche dir weiterhin viel Stärke und Kraft bei dieser wichtigen Arbeit, die du machst. Und wir werden auch unseren Beitrag dazu zu leisten, damit das alles nicht in Vergessenheit gerät. Danke dir. Und so kommen wir an das Ende des dieswöchigen Redaktionsschlusses. Es war mir ein Vergnügen, Sie durch das Kuriositätenkabinett der Nachrichten geleitet zu haben und hoffe, Sie haben sich dabei ein wenig amüsiert. Ich würde mich freuen, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu können. Bis dahin haben Sie eine gute Woche. Ihr David Boos. Stellen Sie sich vor, Sie kommen zur Arbeit, haben extra einen neuen Drucker mitgebracht. Den wollen Sie jetzt unbedingt in Ihr Büro im vierten Stock tragen. Alleine schaffen Sie das aber nicht. Es kommt der ein oder andere Kollege vorbei, Sie bitten um Hilfe. Alle sagen, nee, lass mal uns stehen, wir brauchen diese Drucker nicht. Sie wollen das aber unbedingt. Und dann kommt dieser Kollege, dieser eine, den Sie überhaupt nicht leiden können, der immer diese unangenehmen Sprüche in der Kantine macht und deshalb auch schon ein Gerichtsverfahren am Hals hat. Und der sagt, na klar, ich trage dir den Drucker mit nach oben. Würden Sie es machen? Die CDU in Thüringen hat sowas Ähnliches getan. Sie hat sich Hilfe von der AfD geholt und das schlägt jetzt hohe Wellen.